Welcome, welcome, willkommen, willkommen. Wir sind Plus Analogs, haben auch gar keinen Plan, sind trotzdem total unterbewertet. Heute mit einem neuen Video, einem neuen Unboxing-Video. Man kann es schon erkennen, einem schönen Karton, den wir hier stehen haben. Und zwar, Thomas, obwohl wir unsere alte Bestellung noch lange nicht aufgebraucht haben, schon wieder bei was Neuem zugeschlagen. Sagst du dazu? Ja, ich weiß noch, was drin ist. Nee, nicht alles. Ich habe nämlich noch ein bisschen was bestellt, von dem du nichts weißt. Genau, heute eine besondere Bestellung, eine kleine Bestellung, so ein bisschen anlässlich des 500 Abonnenten Meilensteins, den der Kanal mittlerweile erreicht hat, mittlerweile auch schon überschritten hat. Deswegen auf jeden Fall nochmal vielen Dank an euch, dass ihr da so freudig auf den Abo-Knopf drückt. Und wir den Spaß da gemeinsam haben. Ja, und wenn ihr gerne wissen wollt, was hier in dieser Box drin ist, dann bleibt auf jeden Fall dran und lasst euch überraschen, was denn auch so besonders an dieser Bestellung ist. War nämlich nicht ganz günstig. Oh, kannst du mal hier haben. Oha, eine Geschmacksexplosion. Wir haben hier anscheinend so ein Probierdingens gekriegt. Okay. Stellt nochmal bei Cigar World. Genau. Das sind ein paar Zigarren. Welche sind, werden wir dann gleich, erfahren. Aber es handelt sich nicht nur um Zigarren, sondern da ist noch was anderes Schönes dabei. Also bleibt gerne dran. Ja, hier ist ja ganz interessant mal. Zwei Stück sogar. Ach krass. Das ist ja geil. So eine Zigarillos. Ganz schön mal sowas. Da sind sonst immer so Flyer bei mit irgendwelchen Codes für irgendwelche anderen Sachen, die man eh nicht benutzt. Da ist ganz schön, dass man vielleicht mal sowas dabei hat, was man vielleicht auch mal wirklich nutzen kann. Ne? Ich packe es jetzt erstmal einmal kurz alles hier aus dem Paket aus. Und dann kann man schon mal erahnen, was denn das so alles sein könnte. So, fangen wir an. Also ich weiß ja eigentlich nur davon, ne? Ja, du weißt nicht alles. Ja. So, ich bin selbst gerade ein bisschen verunsichert. Was habe ich überhaupt bestellt? Was ich alles bestellt hatte. Und jetzt sitzen wir hier. Genau. Und gucken wir uns das an. Bevor wir zu den Highlights kommen, einmal kurz diese Sachen abklappern. Petit Caballeros, ein Dreierpack von José El Piedra. Mhm. So Medium Filler, kubanische Zigarren. Petit Caballeros, so ein bisschen das beliebteste Format. Und das Dreierpack kostet jetzt hier 9,60 Euro, also eine Zigarre von 3,20 Euro. Raucht man einfach mal so zwischendurch, habe ich in letzter Zeit öfters mal gemacht, wenn man mit Freunden zusammensitzt oder so, um einen kubanischen Geschmack zu haben. Allerdings qualitativ jetzt auf einem anderen Niveau als vielleicht andere handgemachte Longfiller aus Kuba. Dann zwei extrem günstige Dreierpäckchen. El Copay. Und zwar einmal im Pyramide-Format und einmal im Robusto-Format. Diese Dreierpäckchen kosten das Pyramide-Format 5,70 Euro, Robusto glaube ich nur 4,50 Euro. Also keine 2 Euro pro Zigarre. Da wollte ich auf jeden Fall den Pyramiden auch mal ein Review nochmal machen. Und die sind ja sehr günstig bei Cigar World zu erstehen. Steht in der Beschreibung drin, dass sie wohl so günstig zu erstehen sind, weil die einen Deal mit einem Lieferanten gemacht haben oder so und da dann über die Masse irgendwie sehr günstig dran kamen und den Preis dann auch weitergegeben haben. Weil das sind handgemachte Zigarren aus der Dominikanischen Republik. Die Robusto habe ich schon mal probiert, die war sehr mild, aber habe ich gar nicht schlecht im Hinterkopf behalten. Also hat bei mir einen guten Eindruck hinterlassen und deswegen gerade für diesen ultra günstigen Preis von 1,50 Euro für eine Robusto. Oder meinetwegen 1,90 Euro für eine Pyramide, die ein bisschen größer und auch ein schöneres oder interessanteres Format darstellt. War super günstig und die wollte ich dann auf jeden Fall nochmal in dem Video testen, um zu gucken, ob da wirklich für den Preis ein richtig guter Deal gemacht werden kann. Ja, klingt doch geil. Ich habe erstmal auch gedacht, das ist vielleicht wieder so ein Medium-Filler für so einen riesigen Preis in der Dreierpackung. Aber wenn es ja wirklich handgemacht ist, dann bin ich echt mal gespannt, was dabei rumkommt. So, ja, ne? Steht ja auch nochmal drauf. Hector Armano. So, da bin ich nämlich auch nochmal gespannt. Dann gibt es noch ein paar hochwertigere Zigarren, die wir bekommen können. Sollen wir direkt zukommen? Guck mal hier, natürlich. Wie lang das. Ah ne, wie lang, auch ein ganz langes Ding.
gucken wir mal rein. Ist ganz edel verpackt auch hier. Mit diesem zusätzlichen schwarzen Papier. Wirkt hochwertig, ne? Kleines Geschenk, was man da auspacken darf. Übrigens natürlich nicht gesponsert von Cigabel oder so. Haben wir jetzt nur da bestellt, weil es da halt verfügbar war, weil wir da mal gerne bestellen. Aber es ist kein Sponsoring mit dabei. Und dann gucken wir doch mal. Genau. Was wir hier haben. Boah. Edle Sticks. Einmal stelle ich einmal kurz vor. Was Feines aus Kuba. Hoyo de Monterrey Epicur Especial. Betone ich jetzt einfach mal so. Mhm. Ob das so richtig ist, weiß ich nicht. Habe ich mir besorgt. 17 Tacken das Stick. Boah, ist schon ordentlicher Preis. Aber ein schönes Format, Hoyo de Monterrey. Warum ich es mir gekauft habe, ich plane verschiedene kubanische Zigarren reifen zu lassen, weil ich mir auch einen Humidor besorgt habe. Zu dem Humidor wird dann auch nochmal bei Zeiten ein Video kommen. Und genau, die kubanischen eignen sich ja traditionell am besten dazu, die mal ein bisschen zur Seite zu legen. Und da versuche ich halt ein paar schöne Zigarren dann zu kaufen. Und muss man ja auch ein bisschen jagen in dem Sinne, weil die ja oft dann auch schnell ausverkauft sind, so schöne Formate. Preislich ist das natürlich dann schon immer, muss man immer gucken, ob es gerade passt oder halt nicht, weil es halt nicht günstig ist. Hoyo de Monterrey wollte ich aber gerne mir diese besorgen, weil ich von der Marke tatsächlich noch gar keine Zigarre hatte, noch nie gekauft habe und auch jetzt nicht schon mir besorgt habe für diese kleine Sammlung zum Reifen. Mein Plan ist so schon, wenn es eine Marke ist, die ich jetzt noch gar nicht kenne und preislich das passt, dass ich dann von jeder Marke zumindest mal eine Zigarre rauche und auch geraucht habe. Ja, und dann nehmen wir gerne eine weg von diesen dicken Kolben, Alter. Also hier haben wir ein ganz langes Teil. Zwei ganz lange Sticks. Auch mit dieser Fußbinde wirkt es sehr edel, oder? Mit diesem goldenen Fußbinde, was hast du? Ja, auf jeden Fall. Es sieht auch so ein bisschen aus wie so ein Stopfen. Aber ist natürlich keiner. Was für ein Stopfen? Ja, also wie so eine Kappe, so eine Abschlusskappe. Ach so. Mhm. Ja, und was haben wir denn hier? Lest mal vor. Wir haben hier den Baron Ullmann und Framdi Suarez. Ja, mehr steht da nicht drauf. Genau. Handmade. Also Hintergrund, warum wir die Zigarren gekauft haben, war, dass die im übertriebenen Angebot war. Weil die kostet, der Normalpreis war ausgeschrieben mit über 20 Euro, ich glaube 21,50 Euro. Was, wenn man sich die ganze Zigarre jetzt hier so anguckt, wie groß die ist und vielleicht auch ein bisschen wie edel die so aufgemacht ist, vielleicht so verständlich auch irgendwo ist, ne? Ja. Die war jetzt im Angebot für easy peasy 7,50 Euro. Also nur ein Drittel. Alter. Weißt du aber, das hast du auch bezahlt. Ja, aber... Ach genau, die war das, ja. Ja. Und das ist die halt ein Drittel vom Preis, also das übelste Angebot. Und da haben wir einfach gesagt, keine Ahnung, was das hier ist, keine Ahnung, warum die im Angebot ist. Ja. Für keiner will die kaufen, oder was? Für den Originalpreis. Also ich weiß nicht, was der Grund war, dass die jetzt so krass reduziert ist. Aber 7,50 Euro, schön die Baron Ullmann da. Ja, die Schnäppchenjagd. Sieht schon sehr edel aus mit dem Goldenen. Also es sieht schon nach 25 Euro aus irgendwo. Ja. Da wird natürlich auch ein Test zu kommen zu diesem schönen Stick. Früher oder später mal überraschen lassen und natürlich gerne auch abonnieren, damit ihr dann, wenn es soweit ist, da auch darüber informiert werdet, wann das Video rauskommt. Ansonsten nochmal bei Cigarwell gucken, wenn ihr auch daran interessiert seid, an diesem 7,50 Euro Ding. Vielleicht sind noch ein paar da. Ich weiß jetzt nicht, ob es sich um einen Restposten gehandelt hat, dass es wirklich nur noch eine Handvoll davon übrig gewesen sind, aber ja. Wie gesagt, für den Preis dachten wir uns, testen wir das dann einfach mal. So, aber es wird noch besser. Noch viel besser. Mhm. Denn wir haben noch. In diesem Papier ist das aber immer schwer, hier wieder reinzupacken. So. Mit Gewalt geht alles. Ja.
So. Die zwei hier. So. Willst du auspacken? Ich würde sagen, das ist nämlich so das Beste, was wir bisher so zigarrenmäßig uns gegönnt haben. Ich muss sagen, als ich vorhin als, gesehen habe, wie du die großen auspackst, habe ich gedacht, die hier sind da drin. Mhm. Auch in, von der Aufmachung her war das ja schon so, hat das so gewirkt, als wäre das der Fall. Aber wir haben hier nochmal ganz besondere Sticks. Auch wieder schön edel verpackt. Auch mit schönen goldenen Banderolen. Ja, ein oder andere wissen vielleicht schon, worum es sich jetzt hier handelt. Nehmen wir mal einen weg. Ja. Hier haben wir nämlich die Romeo y Julieta Hidalgos, Linea de Oro. Genau, die Goldserie von Romeo y Julieta. Die Premium-Serie sogar, ne, in dem Sinne. Genau, nachdem verschiedene kubanische Zigarrenfirmen so eine Art Premium- oder Luxusserie released haben, hat auch Romeo y Julieta eine Luxusserie, die Linea de Oro, released. Und das war 2020, kam die auf den Markt. Und vorher war das dann zum Beispiel die sehr bekannte Cohiba Behique Serie natürlich oder auch von Monte Cristo Linea 1935er Serie. Es sind dann nochmal ein bisschen hochwertigere Serien, die da rausgemacht werden. Ja, und Romeo y Julieta halt mit der Linea de Oro dann auch nachgezogen. Und wir haben hier die Hidalgos Zigarre genommen. Es gibt die nämlich in drei Formaten, die Nobles, Dianas und Hidalgos. Nobles ist so ein bisschen auch spitz zulaufen, wie so eine Pyramide, die anderen beiden so mit dem ganz normalen Häubchen. Und die Hidalgos wäre unter normalen Umständen die teuerste von den dreien. Wir haben die jetzt aber in Anführungsstrichen noch zum alten Preis bekommen, denn ab April diesen Jahres, 2023, wurde der Preis erhöht auf ganze 61 Tacken. Wir haben die jetzt für einen Spottpreis von gerade mal 55 Tacken erworben. Also wirklich eine extrem teure Zigarre, was ganz, ganz Besonderes und natürlich auch definitiv nichts Alltägliches, was wir uns hier gegönnt haben. Und das, die Zigarre haben wir uns jetzt einfach gekauft aus dem Grund, dass wir mal für einen sehr besonderen Anlass, wissen noch nicht, welcher Anlass das sein wird, lassen uns einfach mal überraschen. Und auch einfach, um mal wirklich auch in den Genuss zu kommen, so eine Zigarre, so eine hochwertige Zigarre rauchen zu können, irgendwann. Weil gerade wenn wir ja hier auch, wir sind ja Zigarrenforscher. Ja. Und Zigarrenforscher, da gehört es natürlich auch irgendwo dazu, ab einem gewissen Punkt gewisse Forschungserfahrungen zu tätigen halt, ne? Und da gehört natürlich auch sowas dann mal dazu, auch wenn das Ergebnis am Ende sein wird, yo, die Zigarre schmeckt gar nicht besser als eine 20-Euro-Zigarre. Und eigentlich lohnt sich das nicht unbedingt. Selbst wenn das das Ergebnis ist, muss man es ja selbst mal erforscht haben, wird gesagt, um dann das auch bestätigen zu können irgendwo, ne? Dieses Papier ist schön, aber wenn man es wieder einpackt, also zurück einpackt, dann ist es schon eher lästig. Ist es eher lästig, ja. Zack, wieder rein. Ja, und das ist ein bisschen der Hintergrund. Also gerne auch mal, wenn jemand von euch sowas ähnliches auch schon mal gemacht hat, sich eine ganz besondere Zigarre für eine besondere Anlässe oder so zu besorgen, mal in die Kommentare, was das dann, was, für was ihr euch da entschieden habt oder auch speziell von dieser Linea de Oro Serie, was ihr davon haltet, würde uns natürlich sehr interessieren. Wird wahrscheinlich auch ein Review kommen dann, denke ich mal, ne? Zu dem Zeitpunkt, wenn es soweit ist. Aber wie gesagt, steht noch in den Sternen, auch das ist eine Zigarre, die wir auf jeden Fall noch ein bisschen liegen lassen wollen, um da das Potenzial ein bisschen zu entfalten und nicht jetzt direkt kurzfristig zu puffen. Da warten wir einfach mal ab, was denn da so kommt. Wird aber von dem Kaliber vorerst mal die einzige Zigarre sein, die man sich davon mal leistet. Wie gesagt, haben wir auch lange hin und her überlegt. Und dann am Ende doch zugeschlagen. Ja, und ich bin sehr gespannt. Und zu guter Letzt, last but not least, auch sehr interessant, wie angekündigt, etwas, was nicht zum Rauchen ist. Auch hier werden manche es vielleicht schon erkennen. Kolibri. Und zwar habe ich mir
einen schönen Zigarrencutter besorgt. Weil die Cutter, die wir hatten, waren immer eher günstig und wurden mittlerweile stumpf, haben unsere Deckblätter dann manchmal ein bisschen ausgefranst und es hat gar keinen Spaß gemacht, deswegen haben wir jetzt letzte Zeit nur noch gebohrt. Das ging mir irgendwie auch ein bisschen auf den Sack und deswegen dachte ich, es wird Zeit, sich da mal einen schönen Cutter zu besorgen. Jetzt habe ich mich entschieden für einen schönen Cutter von Kolibri. Der war bei Cigarworld am günstigsten für 45 Euro. Boah, das ist ein richtig schweres Teil. Ich pack's mal kurz aus. Ja, hier in so ein schönes Schächtelchen. Junge, das hätte ich nicht erwartet. Also hier fühlt sich schon sehr massiv. So, wirst du gleich mal sehen. Das war hier in diesem rosé-gold-schwarzen Look. Und es ist ein V-Cutter. Kolibri V-Cut. Und den Look habe ich gewählt, weil er zu meinem Feuerzeug passt. Ich habe da so ein CK-Feuerzeug, auch in Roségold mit so schwarz oder grau. Hatte ich mal zu Weihnachten bekommen. Und jetzt habe ich hier passend zu dem Kolibri. Und ja, warte, ich drücke mal hier drauf. Ne, geht denn auf? Ich lasse mal so drauf drücken. Achso, ja, erschrocken. Ich habe mich auch erschrocken. Das ist unerwartet kam. Ja, da ist er auch open. Also man muss diesen Hebel hier zurückziehen. Dann springt er auf. Dann Zigarre rein. Zack. Ist das gute Stück angeschnitten. Werden wir heute dann auch mal einweihen. Mhm. Gutes Stück. Ja, bin ich sehr zufrieden mit. 45 Tacken habe ich hierfür bezahlt. Wie gesagt, habe den in anderen Läden oder auf anderen Websites ein bisschen teurer gesehen, deswegen habe ich den dann auch hier direkt bestellt. Ja, kannst du auch gerne mal in die Hand nehmen. Was sagst du? Fühlt sich schon wertig an, wenn du nach oben ziehst. Auf jeden Fall. Ja, ja. Ich habe gerade auch so geguckt, wie du. So im, weil der erste Moment ist immer so, es sieht aus wie ein Knopf, ich drücke drauf. Habe ich mir auch gedacht. Da passiert halt nichts. Ne? Ja. Ja, das mit dem Ziehen ergibt dann auch schon Sinn. Richtig tolles Teil. Ah, da bin ich zufrieden mit. Jetzt schon. Ich meine, der muss jetzt noch gut schneiden, ne? Ja, und bei dem Preis gehe ich davon aus, dass der auch gut schneiden wird. Ich hatte auch mal so einen Zigarrenhändler gefragt, weil mich so interessiert hatte, wie das aussieht mit diesen Cuttern. Mhm. Weil ja diese günstigen, die wir hatten, stumpf geworden sind. Da habe ich gefragt, wie das denn mit diesen teureren aus? Werden die auch stumpf? Kann man die Klingen dann schärfen lassen? Oder wie sieht es da aus? Und er sagte halt, ja, also von schärfen wüsste er jetzt nichts, dass man die schärfen lassen kann. Aber die sind wohl dann so hochwertig, dass sie schon lange scharf bleiben. Irgendwann werden die stumpf, nach mehreren Jahren. Hängt natürlich auch damit ab, davon ab, wie oft man den halt benutzt, denke ich mal. Bei unserem Pensum an Zigarren, wie wir rauchen, so sagen wir mal ein bis zwei die Woche, wird das schon eine Zeit lang halten. Weil er sagt, es hält so 3 Jahre. Aber wahrscheinlich ist er von jemandem ausgegangen, der halt so doch doppelt bis dreifach so viele Zigarren pafft wie wir. Wahrscheinlich, ja. Und deswegen denke ich, das ist eine schöne Investition. Ja, und so auch so Zigarren-Equipment ist ja, bereitet einem da viel Freude. Und deswegen bin ich auch hiermit sehr zufrieden, gerade den so in der Hand zu halten. Weil ich finde den extrem nice, schön. Also viel besser als erwartet tatsächlich, das Ding. Oder? Findest du auch geil? Ja. Das ist das geile Teil. ja, auch dazu gerne mal die Meinung in die Kommentare. Wir werden dann jetzt in der Zukunft häufiger mal den V-Cut ansetzen. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Würden uns über ein Abo sehr freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr auch dann die Review-Videos zu diesen Zigarren, die wir hier gerade ausgepackt haben, noch sehen wollt auf unserem Kanal. Da werdet ihr dann natürlich informiert, wenn ihr abonniert habt. Ansonsten noch eine ganze Menge Zigarren-Reviews, die wir schon gemacht haben, auf unserem Kanal vorhanden. Schaut da gerne mal vorbei. Auch andere Unboxings von Zigarren sind da vorhanden. Also da haben wir auch schon öfter mal jede Bestellung. Packen wir mal aus und präsentieren, was wir da so zu haben. Und ja, würden wir uns natürlich sehr darüber freuen, für jeden, der da neu hinzukommt. Das wäre sehr nice. Und zusätzlich auch gerne nochmal bei uns auf dem Discord-Server vorbeischauen. Das ist wie so ein kleines Zigarrenforum. Link ist in der Beschreibung. Komplett kostenlos. Sind da so 30 nette Leute ungefähr, die da viel schreiben. Wenn man Fragen hat, sich austauschen, Bilder schicken und sowas alles. Und ja, da freuen wir uns auch über jeden, der dabei dazu stößt. Und dann bis zum nächsten Mal.